Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch die Fairy Box vom Monat Januar. Die erste Box für dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, was die Fairy Box hier reingepackt hat. Wenn ihr auch wissen wollt, was da drin ist und mit mir gemeinsam hier auspacken wollt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos mehr. Die Fairy Box, wer sie noch nicht kennt, das ist eine Beauty-Abo-Box, die befindet sich aber im Naturkosmetikbereich. Also da sind nur Naturkosmetikprodukte drin aus dem Bereich dekorative Kosmetik und auch Pflege. Das ist eine flexible Abo-Box, das heißt, ihr könnt sie monatlich wieder kündigen, die kostet 19,90 €. Der Link dazu ist unten in der Infobox, wenn ihr die haben wollt. Ihr könnt die auch einzeln kaufen, eignet sich super als Geschenk, ist wirklich eine sehr schöne und familiäre Box und genau, mir macht die Box immer Freude. Ich zeige sie euch sehr gerne hier und unterstütze auch gerne die Fairy Box. Das Coole bei der Fairy Box ist, dass immer hier so ein Flyer mit dran hängt. Das sieht aus einmal hier wie so ein Milchkarton und da hängt immer ein Flyer dran. Da steht auch immer ein bisschen was drauf. Der Wert der Box hat diesen Monat 56,07 €. Ihr habt immer ein preislichen Mehrwert, also ihr zahlt 19,90 € und bekommt über das Doppelte. Das finde ich cool hier in dem Fall. Fast das Dreifache und da kann man schon ein bisschen was sparen, gerade wenn man auf Naturkosmetik steht, ist das schon eine coole Sache. Wer neu hier ist auf meinem Kanal, kennt die Box vielleicht noch nicht, deshalb zeige ich das gern auch nochmal. Die Box ist immer mit solchen Flohpack-Chips ausgestattet, also damit die Sachen nicht kaputt gehen. Und genau, die kann man wiederverwenden oder auf dem Kompost entsorgen einfach, das sind solche Maischips, könnte man theoretisch auch essen, machen wir aber nicht. Ich ziehe jetzt mal direkt einfach auch das erste Produkt raus, ich weiß gar nicht, was hier drin ist und hier haben wir was von der Marke Zahnheld. Zahnpasta Day and Night mit Fluorid, so sieht das einmal aus, also das ist so ein Set, 2x75 ml. Ich muss hier auch auf dem Zettel gucken, kostet 14,95 €, das ist eine Zahnpasta mit Menthol und Hyaluronsäure und mit Mineralien wie Zink und Calcium. Beide Pasten enthalten dazu Kurkuma, Bio-Kokosöl und Xylit. Schenke dem neuen Jahr ein gesundes, strahlendes Lächeln. Okay, ich habe, glaube ich, gerade eine von Zahnheld im Bad, aber die benutze ich nicht so oft. Die ist mit B12. Die hatte ich auch mal irgendwo in der Box mit drin. Und die ist jetzt einmal für Tag und für Nacht. Ich finde es cool, ich stehe da drauf, Zahnpasten auszuprobieren. Das ist irgendwie so ein Spleen von mir. Ich habe zwar meine Lieblingszahnpasta, aber trotzdem teste ich sehr, sehr gerne neue aus. Dann sehe ich hier gerade, ist noch Teebaumöl mit drin und den grünen Blättern der Minze. Ja. Was ich ganz cool finde mit Hyaluronsäure, das ist ganz interessant. Ich werde die auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich sehr cool, so ein Zweier-Set. Also das ist echt nicht schlecht, vor allen Dingen 14,95 € würde ich mir jetzt nicht einfach so kaufen. Und deshalb finde ich das gut, sowas in der Box drin zu haben. Ich blende euch da auch wie immer die Preise ein. Dann haben wir hier, ui, Very Ways nennt sich das, oder doch, Very Ways, ist eine natürliche, nachhaltige Naturkosmetik. Und 100% natürliche Inhaltsstoffe, pflanzlich gewonnene Duft- und Farbstoffe, plastikfrei, made in Europe und zertifizierte Naturkosmetik. Wir haben hier einen Lip Liner. Ich dachte schon, es wäre ein Eyeliner, aber das ist ein Lip Liner. Der macht aber einen guten Eindruck. Der sieht richtig schön aus und das ist so ein ja, Rosenholzton, würde ich sagen. Was kostet der? Der ist, wie gesagt, von Very Wise. Und kostet 16,99 €. Krass. Oh, der hat eine geile Farbe. Guck mal, eine richtig schöne Farbe für den Alltag. Richtig cremig, buttrig fühlt sich der an. Also mega toll. Gefällt mir richtig gut. Könnte ich mir so vorstellen für jeden Tag. Der kommt auf jeden Fall in mein Schminkkörbchen. Ich kenne die Marke nicht und ich teste super gerne halt auch mal neue Naturkosmetik aus, die ich noch nicht kenne, um euch halt auch einfach ein bisschen eine Review dazu zu geben, wie die Sachen sind. Also umso mehr ich testen kann, desto mehr kann ich euch erzählen. Deshalb freue ich mich immer über solche Produkte, die ich noch nicht kenne. Das nächste Produkt ist von Baldini bei Tauasis. Viel Wärme nennt sich das. Ich will gerade mal gucken. Das ist eine Duftkomposition. Viel Wärme.
Blutorange, Kakao, Rosengeranie bilden eine fruchtig-warme Einheit, die alle Sorgen vergessen lässt. Das wäre schön. Wie sanft duftende Kuscheldecke umhüllt dich die Komposition aus 100% naturreinen ätherischen Ölen, spendet Ruhe und Geborgenheit. Blutorange beruhigt und motiviert, Kakao entspannt und aufbauend, Rosengeranie ausgleichend und stärkend. Das gibt man sich dann entweder in so eine Duftöllampe mit rein oder man kann das auch auf Mandelöl mischen und dann hat man eine Aromamassage. Das finde ich auch nicht schlecht. Erstmal riechen. Ja, das riecht gut. Also das hat schon was von so einem Massagestudio oder so. Es riecht auf jeden Fall sehr entspannend auf mich, dieser Geruch. Das ist sehr schön. Die Düfte von Taoasis finde ich richtig geil, da liebe ich immer, wenn ich sowas zu Hause habe, weil man da wirklich so ein bisschen nach Stimmung auch das zu Hause anmachen kann. Ich mag frische Düfte, ich mag aber auch gern so entspannte Düfte und deshalb, da freue ich mich total. Es geht aber noch weiter, hier sind noch mehr Sachen drin. Es sind noch 3 weitere Produkte drin, cool. Also der Januar startet richtig gut, habe ich das Gefühl, hier jetzt gerade bei der Fairy Box. Hier haben wir jetzt als nächstes, mein Stativ fällt hier gerade um, von Kroll und Dennecke. Ist das richtig? Kroll und Dennecke, Cognac, Gesichtspflegeschwamm, Originalgröße. Ja, das ist ein Reinigungsschwamm. 6,95 Euro kostet der, ein Cognac-Wurzelschwamm. Sowas kennt man, das gibt es ja auch bei DM und so mittlerweile. Aber das ist eine ganz coole Sache. Ich mag die echt gerne. Ich habe immer einen in der Dusche hängen, weil man damit schön so seine Poren reinigen kann auf der Nase. Also der ist jetzt hart. Und wenn man den in die Dusche oder halt in Wasser einlegt kurz, dann wird der ganz weich und dann kann man schön, weil der so ja schwammig ist, eben die Poren und das Gesicht reinigen oder halt auch den Körper. Es ist immer sehr praktisch. Ich mag die Schwämme und ich habe davon immer gern mal einen auf Ersatz daheim. Von daher finde ich das gut. 6,95 Euro, ja, ist in Ordnung. Das ist auch eben eine Marke, die ich noch nicht kenne. Dann haben wir was von Lebensbaum hier drin. Da freue ich mich auch. Was ist das denn? Das ist bestimmt eine Bio-Tee-Mischbox. Oh mein Gott, das ist bestimmt das Goodie. Das ist das Goodie, kostet 3,49 Euro. Von Lebensbaum findest du nicht nur Zeit für Erfrischung, Zeit für klare Gedanken, Zeit zum Durchstarten, Zeit zum Krafttanken, sondern auch Zeit für Gemütlichkeit, Zeit für Ruhe und einfach Zeit zum Glücklichsein. Ja, das ist eine Teebox. Der Fokus funktioniert. Ich muss den wiederholen. Der fokussiert als meine Lampe da hinten. Ja, Tee. Das ist richtig toll. Hier sind ganz viele unterschiedliche Teebeutel drin. Das ist ja genau mein Ding. Ich liebe das. Ich liebe es, Tee auszuprobieren. Genauso wie Zahnpasta. Ich probiere halt gern aus. Guck mal, ganz viele Sorten wie ein Regenbogen. Zeit zum Glücklichsein, Zeit zum Krafttanken, Zeit zum Ankommen, zum Aktivsein. Ja, da werde ich mir doch gleich mal beim Videoschnitt hier einen machen. Da mache ich mir doch bestimmt mal hier Zeit für klare Gedanken, einen grünen Tee. Ja, sehr schön, da freue ich mich. So eine kleine Mini-Teebox, da kriegt man mich ja. Hätte ich mir auch so im Geschäft gekauft. Finde ich mega cool. Sehr schön für den Januar. Und dann haben wir noch ein letztes Produkt hier drin. Lady Green Paris. Da ist drin eine Moisturizing Care Soap for Face and Body. Okay, das ist eine Seife von Lady Green. Ich gucke gerade. Moisturizing Care Soap. 100 Gramm. Das ist eine feste Gesichtsreinigung aus Frankreich, für alle Hauttypen formuliert. Die Seife aus Kaltverseifungsverfahren reinigt besonders sanft, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Dank des Überfettungsanteils von 7% ist sie äußerst reichhaltig und macht die Haut angenehm geschmeidig. Shea Butter wirkt schützend sowie regenerierend, während Baobab und Rizinusöl Feuchtigkeit spenden. Und das kann man zusammen mit dem Schwamm anwenden, steht hier drauf. Ich finde das eine super schöne Box irgendwie. Ja, das ist die Seife, die riecht ganz natürlich, also einfach so ein Stück Seife fürs Gesicht. Das werde ich mir vielleicht in die Dusche reinlegen. Da benutze ich das dann gern mit dem Cognac-Schwamm. Kann man auch so ein bisschen für Hals und Dekolleté dann verwenden. Ja, ich glaube, dafür werde ich das gerne mal nehmen. Ja, sehr schön. Ich zeige euch nochmal im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, die Box hat einen Gesamtwert von 56,07 €. Einmal die Lady Green Seife. Einmal die Zahnpasta, das Set. Das finde ich auch nicht schlecht. Das Baldini-Öl. Riecht sehr gut. Der Lip Liner, das ist mein Highlight hier drin, diesen Monat. Dann da, also der Cognac-Schwamm
Und den Tee, das ist auch mein Highlight, glaube ich, der Tee, Zeit zum Ausprobieren. Sehr schön, also eine wirklich schöne Box, ein toller Start in das neue Jahr 2024 und ich freue mich total. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Ich würde mich jetzt verabschieden, ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin und sage ciao und bis zum nächsten Mal. I'm hurting you as well. I guess that we should say.